Als ich gehört habe, dass sie interessiert sind, habe ich von Sekunde 1 an gesagt, so, jo, ich würde nichts lieber tun, ich würde auf jeden Fall gerne joinen. Nachgedacht, keine Sekunde. Also, als ich gehört habe, dass sie interessiert sind, habe ich von Sekunde 1 an gesagt, so, jo, ich würde nichts lieber tun, ich würde auf jeden Fall gerne joinen. Und hat sich da ein bisschen gezogen. Und ja, dann so kurz vor Weihnachten habe ich dann die Zusage bekommen und war mega happy. Also, denkst du, bis jetzt der mit Abstand größte Schritt, den ich bis jetzt gemacht habe? Auch wenn wir mit Onyx im letzten halben Jahr echt sehr, sehr stark waren. Trotzdem jetzt nochmal der Schritt Richtung Fulltime, wirklich insane, auch bis jetzt alles sehr, sehr geil. Schon um einiges schwieriger, als ich erwartet hatte, weil vor allem mit Askan und Mojo, mit denen ich jetzt halt schon 1,5 Jahre zusammengespielt habe, so, ich weiß nicht, wenn man halt 1,5 Jahre wirklich so regelmäßig 4, 5 Mal die Woche oder eigentlich fast täglich so auf dem TS abhängt, miteinander Zeit verbringt und so, dann auch im Team spielt. Ja, man, es wird halt zur Gewohnheit so, man kommt sich immer näher, so, man kennt sich halt schon sehr, sehr gut und versteht sich auch natürlich übertrieben gut. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit denen. Natürlich jetzt auch mit Snacks und Noodles. Da war es jetzt aber eben halt nicht so lange. Also Snacks ist, glaube ich, 4, 5 Monate und Noodles ein bisschen über ein halbes Jahr. Aber auch mit denen habe ich halt super gerne gespielt. Mir war eigentlich direkt klar, dass Big Academy so der nächste Schritt ist und das so das ist, was ich halt machen muss, um weiterzukommen. Ich denke, dass ich vor allem aus der letzten Season von No Rules sehr, sehr viel mitnehmen konnte, weil er, finde ich, so der wahrscheinlich beste IGL war, mit dem ich bis jetzt gespielt habe. Und ich meine, das kommt man halt auch direkt an den Ergebnissen sehen. Ich meine, wir standen irgendwie 5-5 in Div 2. Er kam dann rein am Anfang nur als Stand-in, weil Fly eben kurzfristig raus war und haben dann, nachdem er gejoint ist, irgendwie monatelang kein Spiel verloren und auch bis heute, ich glaube, gegen deutsche Teams. Haben wir seitdem No Rules da ist, also in der ESL-Meisterschaft und 19 Damage, haben wir 2 Games verloren bis jetzt. Also, er callt halt echt wirklich insane, da konnte ich mir sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, halt sehr viel draus lernen. Ja, so ein Highlight für mich war die LAN wahrscheinlich. Wir haben diese Live-LAN gespielt in Hamburg. Und die wir eben auch gewinnen konnten, ohne eine Map zu droppen. Und so, das war so die erste richtige LAN-Experience, die ich so mit dem Team hatte und das dann auch direkt so zu gewinnen, dann mit dem Team, wo es eh gerade schon so super lief, das war auf jeden Fall so das Highlight der Season. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also jetzt von Anfang an, was das neue Team natürlich auch weiß und wo ich mir natürlich auch bewusst bin, was so meine größte Stärke ist, ist natürlich mein Aim oder allgemein mein individuelles Skill. Ich habe jetzt auch anfangs erstmal nur Positionen, wo das eben so das Wichtigste sein wird, eben diese Solo-Posis meist, wo ich dann genau das präsentieren kann, dass ich eben diesen hohen individuellen Skill habe und dadurch eben so alleine halt für mich klarkomme, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ich versuche natürlich, dass das noch mehr wird. Also bis jetzt denke ich, wird es fürs Erste reichen. Aber ich werde mich natürlich auch versuchen weiterzuentwickeln, in den anderen Aspekten dann auch noch dem Team mehr weiterzuhelfen. Und ja, mit dem Team dann mich zu verbessern und mehr zu erreichen. Also Trainingsroutine wird sich auf jeden Fall ändern. Also nicht groß ändern, aber es wird halt wahrscheinlich mehr, dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit habe. Ich denke, hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir international spielen. Ich meine, ich habe vorher auch schon international gespielt. Es wird, denke ich, immer noch dasselbe sein. Ich habe ja auch schon LANs gespielt. Wird wichtig sein, da noch weitere Erfahrungen zu holen. Aber
Ja, ich denke nicht, dass sich da groß was ändern wird. Ich werde halt einfach um einiges mehr spielen. Ich meine, das ist jetzt das erste Mal, dass ich halt so wirklich Fulltime in dem Team spiele. Heißt, ich muss halt gucken, dass ich jetzt die Zeit, die ich habe, die halt sehr, sehr viel ist, wirklich voll und effizient nutze. War gut. Also, hab, denke ich, auch nichts anderes erwartet so. GTZ hatte, glaube ich, ein neues Line-Up. Und ich meine, Big Academy war ja jetzt auch schon, bevor ich da war, ein echt sehr, sehr starkes Team. Ich meine, die sind ja gerade auch irgendwie schon Weltrangliste wie 50 oder 60 auf LTV. Und ich habe jetzt eben Positionen gefüllt, die jetzt nicht wirklich viel andere Spieler mit einbeziehen. Das heißt, die konnten sowieso einfach ihr Ding runterspielen. Aber ja, ich denke, Debüt ist gut gelungen und darauf kann man aufbauen. Ich bin zufrieden damit. Als Ziele mit dem Team oder Ziele mit dem Team zusammen haben wir noch gar nicht so wirklich drüber geredet. Was ich mir so mit dem Team als Ziel setzen würde, oder so mein persönliches Ziel mit dem Team, wäre eben das Team auf nochmal ein höheres Level zu bringen, als sie eben waren. Also nochmal so höhere Höhen eben zu erreichen, als sie es schon getan haben. Ich glaube, ihr Rekord war bis jetzt irgendwie Platz 45 LTV. Das auf jeden Fall zu brechen, so ein bisschen Richtung Top 30 LTV zu gehen. Und sonst eben die Turniere zu gewinnen, wo sie eben letztes Jahr kurz davor waren, sie zu gewinnen. Zum Beispiel Replay wurden sie, glaube ich, zweimal Zweiter. Okay, ESM haben sie gewonnen, das wollen wir auf jeden Fall verteidigen. Dann dieses IESF, dieses Weltmeisterschaftsding, was in Bali war, sind sie Zweiter, nee, nicht Zweiter geworden, ich glaube Vierter oder Fünfter geworden. Die Fragadelphia in Philadelphia in Amerika sind sie, glaube ich, auch Zweiter geworden. Das heißt, das sind alles so Titel, wo sie wirklich eigentlich echt sehr nah dran waren, die zu gewinnen. Und ich hoffe, dass ich jetzt eben so dieses letzte Puzzlestück bringen kann, um dann eben das Team zu diesen Titeln zu führen. Naja, Sprout ist ja jetzt raus und wenn kein anderes starkes Team jetzt aus dem Nichts kommt, wird der wahrscheinlich einzige Konkurrent Attix sein. Attix hat jetzt mit Speedy und Stacks, denke ich, ein stabiles Line-Up und wird auf jeden Fall Konkurrent sein können. Wir werden aber wahrscheinlich trotzdem der Favorit sein und wenn wir unser Ding runterspielen, wahrscheinlich auch den Titel verteidigen. Zumindest hoffe ich das.